Das ist der perfekte Tag, um mal wieder ein leckeres Picknick zu veranstalten. Gute Idee, Königin Aurike. Hurra! Ich liebe Picknicks. Nanny Plum, bereiten Sie den königlichen Picknickkorb vor. Ja, Eure Majestät. Und woher sollen wir das Zaubergelee dafür nehmen? Wir werden wohl dieses Mal auf das Zaubergelee verzichten müssen, wie es aussieht. Wir nehmen doch aber immer Zaubergelee mit zum Picknick. Na schön. Wenn Sie versprechen, nicht wieder das ganze Königreich mit Gelee zu überfluten wie letztes Jahr. Vertraut mir, Eure Majestät. Es geht dieses Mal sicher nichts schief. Mami, kann Ben mit zu unserem Picknick kommen? Aber Holly, Ben ist ein Elf. Und das ist ein königliches Feenpicknick. Bitte, ihr müsst es erlauben. Er ist mein bester Freund. Na gut, einverstanden. Wenn er dein bester Freund ist. Hurra, ich rufe ihn an. Hallo, Mrs. Elf am Apparat? Hallo, Mrs. Elf. Kann ich bitte Ben sprechen? Natürlich. Ben, es ist Prinzessin Holly. Ja, Holly. Hallo, Ben. Wir veranstalten heute ein Feenpicknick. Hast du Lust mitzukommen? Aber klar, gern. Gut, dann komm bitte so schnell du kannst auf unser Schloss. Toll. Ich bin gerade von Holly zum königlichen Picknick eingeladen worden. Das ist ja nett von ihr, Ben. Du solltest viel Essen mitnehmen, damit es auch für alle reicht. Was möchtest du denn? Kuchen, Käse und ein bisschen Obst, bitte. Ich packe dir auch noch eine große Erdbeere mit ein, damit auch jeder was davon abbekommt. Danke, Mami. Macht's gut. Viel Spaß, Ben. Hey, hey. Oh, das ist ja mal komisch. Hallo, Ben. Hallo, Holly. Sieh dir mal mein neues Spielzeug an. Was ist das? Das ist ein Teleskop. Damit kannst du Dinge sehen, die wahnsinnig weit weg sind. Wow, darf ich auch mal durchgucken? Ja, gern. Ich kann gar nichts erkennen. Versuch einfach, es ein bisschen zu drehen. Nein, auch dann funktioniert es nicht. Wieso lachst du, Ben? Es ist ein Scherzteleskop. Dadurch bekommst du einen schwarzen Ring um dein Auge. Das sieht wirklich lustig aus. Sieh nur. Was sollte denn dieser Unsinn? Heute ist Elfenjuckstag. Was ist ein Elfenjuckstag? Der schönste Tag im Jahr. An dem spielen sich alle Elfen untereinander Streiche. Das klingt lustig. Ist es auch. Möchtest du einen von meinen Sahnebonbons? Ja, bitte. Das war nicht lustig, Ben. Entschuldige. Hier, nimm diese Blume. Nein, danke. Ich habe genug von deinen blöden Streichen. Keine Sorge, Holly. Da springt dir nichts entgegen oder macht dein Gesicht dreckig. Versprochen? Ich versprech's. Das ist meine Wasserspritzblume. Finde ich gar nicht lustig. Doch, es ist lustig. Zip, zapp, zupf. Kopf über in die Luft, verrückter Elf. Lass mich runter. Nichts ist einfacher als Golf zu spielen. Man schlägt nur den Ball in das Loch. Geschafft. Das ist alles? Ist ziemlich öde. Es wäre viel lustiger, wenn wir den Ball über kleine Hügel schlagen könnten. Den Ball über Hügel und durch Hindernisse zu schlagen, ist nur Minigolf. Das klingt klasse. Bitte, Daddy, können wir Minigolf spielen? Majestäten bevorzugen normales Golf. Wo kommen denn die Hügel plötzlich her? Daddy muss sie gezaubert haben. Danke, Daddy. Kleines, ich zaubere doch keine Hügel. Wer tut das dann? Gute Frage. Ich werde es schleunigst herausfinden. Weiser alter Elf? Guten Morgen, Majestät. Wer war das mit den Hügeln auf meinem Golfplatz? Ein Maulwurf, Eure Majestät. Macht der Plage ein Ende. Wir versuchen jeden Morgen, den Maulwurf zu vertreiben, Eure Majestät. Soll das heißen, Sie wissen nicht, wie man der Maulwürfe Herr wird? Nein. Was nun, hm?
Nanny Plum. Lass sie doch die Sache klären. Sie kann ja zum Glück alle Tiersprachen sprechen. Natürlich. Hallo, Holly. Hallo, Nanny Plum. Hallo, Barnaby. Hallo, Ben. Etwas wahnsinnig Aufregendes wird heute noch passieren. Was denn? Mein Onkel Rotbart kehrt von großer Fahrt auf den Weltmeeren zurück. Er ist ein Elfenpirat. Wow, ein Pirat. Wir wollen ihn am Flussufer begrüßen. Hast du vielleicht Lust mitzukommen? Nanny Plum, können wir den Elfenpiraten nicht auch treffen? Ja, natürlich. Hallo, Dad. Oh, hallo, Barnaby. Ist Onkel Rotbart hier? Da kommt er gerade. Yo, ho, ho! Wow! Anker geworfen! Donner, Doria und Blitz! Wenn das nicht mein Lieblingsneffe Barnaby ist! Das sind meine Freunde, Ben und Holly. Hallo, Pirat Rotbart. Hoho, ich bin erfreut, ihr Landratten. Und ich bin Nanny Plum. Ah, Plum, klingt entzückend, alles was recht ist. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, meine Schöne. Oh. Und ich bin Rotbart, der Elfenpirat. Hallo, Fred. Hallo, Nigel. Onkel. Was ist denn das so für ein Leben, wenn du als Pirat auf See bist? Ein außergewöhnliches Leben für einen Elf. Tagelang habe ich auf das Meer gestarrt und nach Schiffen Ausschau gehalten. Niemand hat mir Gesellschaft geleistet, außer Polly. Polly? Ja, mein treuer Papagei. Das ist Polly. Oh! Setz die Segel! Sie allein war meine Gefährtin, als wir durch die endlosen Weiten der Weltmeere segelten. Setz die Segel! Die Gespräche müssen etwas einseitig gewesen sein. Setz die Segel! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch, Daddy! Was ist denn los, Schatz? Ich will keinen Geburtstag haben. Was? Du willst keinen Geburtstag haben? Nein. Wieso denn nicht, Schatz? Ich kann meinen Geburtstag nicht leiden. Jedes Jahr machen wir ein ziemlich großes Trara um die Tatsache, dass ich noch älter werde. Meine Geburtstagsfeier ist doch aber immer wieder sehr schön. Die Elfen veranstalten eine Riesenparty mit Musik, Tanz und Feuerwerk. Das macht so viel Spaß. Ja. Tja, das ist dieses Jahr eben anders. Keine Geburtstagsparty. Ta-da-da-da-da! Herzlichen Glückwunsch, Eure Majestät. Hier ist eure Torte. Still, Nanny Plum. Entschuldigt, dass nicht genug Kerzen drauf sind. Es sollte für jedes Jahr eine brennen, das wäre in aller Schluss mit den Anspielungen auf mein hohes Alter. Was denn, Schatz? Du bist doch und nur... Und keine Torte. Bringen Sie sie weg. Keine Torte? Ich habe so tolle Kuchen für die große Party gebacken. Ist ganz egal. Keine Torte und kein Geburtstag. Oh, sag bloß, dass ich den ganzen Kuchen allein aufessen soll. Was hat Daddy denn gegen seinen Geburtstag? Naja, er wird einfach nicht gern älter. Keiner tut das. Ich schon. Na schön. Am besten sag ich gleich das Feuerwerk ab. Ich freue mich schon sehr auf die königliche Geburtstagsparty. Ich auch. Wir werden da ein extra großes Feuerwerk steigen lassen. Ja, das ist so groß wie eine Karotte. Und es wird Musik geben, Tanz und auch Torten. Jeder von uns liebt König Aurikels Geburtstagsparty. Die Feuerwerkslieferung für König Aurikels Geburtstagsparty. Oh, Ben, leider gibt es dieses Mal gar keine Party. Keine Party? König Aurikel hat entschieden, dass er nicht älter werden möchte. Keiner möchte das. Ich schon. Nanny Plum, rufen Sie den großen Visardo und sagen Sie ihm, dass hier lauter Kinder sind, die wir langweilen wollen. Ich meine, unterhalten. Oh, wie ihr wünscht, Eure Majestät. Willkommen auf der Party. Tarquin mag Party. Wiedersehen, Tarquin. Sei brav. Ja, Mama. Oh, hallo, Nessie. Oh, das brennt ja. Nanny Plum, mein fruchtiges Pastetchen. Oh. Genieß die Party, Nessie. Ich komm später wieder, um dich abzuholen. Setzt euch doch, Kinder. Bitte.
Der große Wizardo. Das ist nur der weise alte Elf. Ich bin durchaus nicht nur der weise alte Elf. Ich bin genauso ein zugelassener Kinderunterhalter. Oh, na los dann. Die kleinen Racker sind ein bisschen schwierig, besonders wenn sie anfangen zu zaubern. Es soll ja auch keine Zauberei geben auf dieser Elfenparty. Ich befördere die Zauberstäbe der Kleinen in die Bibliothek, wo sie garantiert keinen Schaden anrichten können. Wirklich clever. Dann kann jetzt die Party anfangen. Hurra! Musikalische Statuen. Wenn die Musik aufhört, müsst ihr stehen bleiben, unbeweglich wie eine Statue. Aha, Ruby, ich hab gesehen, dass du dich bewegt hast. Und du auch, Nessie. Das liegt nur daran, dass sie noch nicht zu Stein geworden sind. Ah! Romy, deine Zauberei macht aus ihnen ja richtige Statuen. Natürlich. So spielen wir Feen nun mal musikalische Statuen. Das ist nur keine eurer Feenpartys. Verwandle sie schnell wieder zurück. Okay. Die Zauberstäbe der großen Kinder wandern mit in die Bibliothek zu den anderen. Was ist das? Etwas zu essen. Für uns alle. Sag bloß, dass du tatsächlich zu unserem Picknick etwas zu essen mitgebracht hast. Natürlich. Das ist vermutlich eine bei Elfen durchaus übliche Maßnahme, Eure Majestät. Ha, wie äußerst charmant. Ich habe so viel mitgebracht, dass es für alle reicht. Danke, Ben. Aber Feen essen keine Elfenspeisen. Wir haben doch unser eigenes spezielles Feenessen. Hier ist es. Oh, aber der Korb ist ja vollkommen leer. Sieht ganz so aus, als hättet ihr es vergessen. Unsinn, Ben. Er ist überhaupt nicht leer. Das ist ein magischer Picknickkorb, verstehst du? Er kann uns alles geben, was wir uns wünschen. Fangen wir mit den Getränken an. Mir ist nach einem schäumenden Feensekt. Magischer Picknickkorb, uralt. Schenk uns den Feensekt, perlend und kalt. Oh! Ja, junger Elf, das ist durchaus eindrucksvoll. Ben, magst du vielleicht jetzt die Getränke für die Kinder aussuchen? Du kannst dir alles wünschen, was du gern hättest. Was? Alles? Ich kann mir alles wünschen, was ich will? Ehrlich? Ja, was du willst, los. Na dann, Limonade bitte. Ist das nicht etwas zu fade und zu alltäglich? Elfen lieben Limonade. Und ich bin ein Elf. Ach, Ben, du kannst wirklich absolut alles haben, was du willst, auf der großen, weiten Welt. Wenn das so ist, Limonade und obendrauf eine Kugel Eiscreme. Bist du sicher, dass du nicht etwas Exotischeres möchtest? Gut, dann Limonade mit 2 Kugeln Eiscreme drauf. Sehr gute Wahl, Ben. Magischer Picknickkorb, bitte schnell. Schaff Limonade mit 2 Kugeln Eiscreme zerstellt. Hurra! Für den Unterricht, Holly. Oh, hallo, Ben. Wieso hängst du kopfüber in der Luft? Hilfe! Hilfe! Prinzessin Holly, hast du den Unsinn angestellt? Ben ist selbst daran schuld. Immerzu hat er mir Streiche gespielt. Niemals darf man aus Ärger zaubern. Das kann sehr gefährlich sein. Tut mir leid, Nanny Plum. Holly, lass ihn sofort runter. Entschuldige, Ben. So ist's besser. Was sollen denn diese ganzen Scherzartikel, Ben? Heute ist Elfenjucks- und Streichetag. Ich liebe Streiche. Ich finde sowas gar nicht lustig. Du musst lernen, einen Sinn für Humor zu entwickeln. Komm schon, Holly. Lass uns ein bisschen Spaß haben. Ja, heute lernen wir in unserem Unterricht Spaß zu haben. Auf geht's, Holly. Oh, na schön. Fröhlichen Elfenjuckstag. Fröhlichen Elfenjuckstag. Fröhlichen Elfenjuckstag. Das ist lustig. Ah, eine Spinne. Das ist nur eine Spielzeugspinne. Die hängt Daddy jedes Jahr raus. Fröhlichen Elfenjuckstag. Mr. F,
Tut mir wahnsinnig leid, Prinzessin Holly. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr erschreckt. Nein, gar nicht. Das ist witzig. Hallo, Prinzessin Holly. Habt ihr einen vergnügten Elfenjuckstag? Ja, jetzt gefallen mir solche Scherze. Nanny! Ja, Eure Majestät? Ah, Nanny Plum. Sie beherrschen doch die Tiersprachen. Ja, Eure Majestät. Dann fordern Sie diesen Maulwurf auf, meinen Golfplatz zu verlassen. Vollkommen unmöglich. Was? Maulwürfisch kann ich nicht, tut mir leid. Es ist eine der absolut schwersten Tiersprachen. Genau wie Erdferkelisch. Können Sie dann den Maulwurf durch Zauberei vertreiben? Ich kenne eine Zaubermethode, die gegen Maulwürfe hilft. Jedoch unglücklicherweise braucht man einen Gnom. Was ist das? Ein Gnom, Eure Majestät, ist eine Art Elf. Mit dickem Bauch. Was? Gnome haben rein gar nichts mit Elfen gemeinsam. Sie essen zu viel, reden zu viel und nie wollen sie arbeiten. Vorurteile hin oder her. Ich will, dass der Maulwurf verschwindet. Los! Zu Befehl. Ich beschaff uns den Gnom. Wo bin ich? Hallo, Mr. Gnom. Ich rief Sie her zur Vertreibung von Maulwürfen. Das mache ich mit großem Vergnügen. Esse ich, dann freu ich mich. Nachtisch gibt's noch zu. Ich sing mein Lied, was auch geschieht. Fröhlich, dolli, dolli, do. War ja ganz einfach, nicht wahr? Danke, Gnom. Was bin ich Ihnen schuldig? Oh, ich bin noch nicht fertig, Eure Majestät. Wenn ich den Rücken kehre, kommt der Maulwurf zurück. Was? Dann müssen Sie bleiben. Solange es dauert. Gut, gut. Die Vertreibung der Maulwürfe kostet jedoch sehr viel Energie. Und mein Bauch fühlt sich ziemlich leer an. Waren Sie ein richtig böser und gefährlicher Pirat? Wisst ihr? Nein. Es ist leider schrecklich schwer, ein richtiger Pirat zu sein, wenn man so klein ist wie ein Elf. Alle anderen Schiffe sind so groß. Oh, du hast also gar nichts gemacht, was man von Piraten eigentlich so kennt? Natürlich hab ich das. Was wäre ein Pirat, der etwas auf sich hält, denn wohl ohne einen Schatz? Oh! Und hier ist meine Schatzkarte, kapiert? Wow! Also, irgendwo auf diesem Plan befindet sich das Versteck des Schatzes. Die Karte zeigt das kleine Königreich. Das Kreuz ist nur der Startpunkt, ihr Leichtmatrosen. Das wird eine schwere Suche mit vielen Hindernissen. Es ist gar nicht nötig, eine schwere Suche zu veranstalten mit großem Aufhebens. Ich zaubere einfach schnell ein paar Schätze her. Abrakasai, Schatz herbei. Nein, das ist geschummelt. Ja, das ist schon wahr, Nanny Plum. Es ist auch durchaus nicht spannend. Na schön. Ich wollte ja bloß ein bisschen Zeit sparen. Das Kreuz ist ja auf unserer Wiese. Kann es sein, dass der Schatz da liegt? Das finden wir nur auf einem Weg raus. Auf zur Wiese! Halt, wir brauchen da vielleicht einen Spaten. Piratenschätze sind oft in der Erde vergraben, tief unten. Das sind Fleur und Romy. Hallo allerseits. Hallo, meine Schätzchen. Ich bin Rotbart, der Elfenpirat. Und das ist meine Freundin Polly. Setzt die Segel? Oh, wir wollen einen versteckten Schatz finden. Wow. Aha, da ist ein Rätsel auf der Rückseite des Plans. Was sagt es denn? Rosen sind lang und der Himmel ist groß. Mische die beiden und dann grabe dort los. So, dann wird wohl das Feuerwerk ausfallen müssen. Und die Musik. Und das Tanzen. Ach, dann bringen wir die Lieferung am besten wieder zum Elfenbaum zurück. Kann ich hier bei Holly bleiben? Ja, gern. Mach's gut, Dad. Dann bis nachher. Wenn wir König Aurike nur ein bisschen aufmuntern könnten, dann würde er es sich vielleicht noch überlegen. Gute Idee, Ben. Ich könnte mit einem Zauberspruch den König aufmuntern. Wirklich? Und das funktioniert? Natürlich. Auf welche Weise können Sie jemanden mit Zauberei aufmuntern? Ich zeige es euch. Abracadabra, abracadau, muntre die Königin sofort auf.
Verstehe. Das klappt ausgezeichnet. Seht ihr, wie fröhlich die Königin ist? Machen Sie Schluss! Oh je, Mami kann nicht aufhören zu lachen. Bitte! Oh, das war grauenvoll. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ihr wart aber sehr fröhlich. Ja, vielleicht etwas zu fröhlich. Wir muntern den König wohl lieber doch nicht durch Zauberei auf. Wir schaffen das ja vielleicht auch noch auf einem anderen Weg. Wie denn? Mein Dad zum Beispiel liebt es, sich an seine Kindheit zu erinnern. Ach ja? Und wenn wir deinen Dad fragen, was er als Kind erlebt hat, muntert ihn das vielleicht auch. Gute Idee, Ben. Mhm. Hallo, Daddy. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Dad? Hm? Wie war das, als du ein kleiner Junge gewesen bist? Wieso wollt ihr das von mir wissen? Weil es uns interessiert. Ja. Ich erinnere mich nicht mehr. Es ist leider schon lange her. Oh. Aber irgendetwas wirst du sicher noch wissen. Tja. Als ich ein Junge war. Hört auf zu spielen. Ich brauche alle zur Vorbereitung der Party. Party? Daisys und Poppys Geburtstagsparty. Oh nein! Party! Party! Zwei kleine Zaubergören sind schon schlimm genug. Wenn aber noch alle ihre kleinen Freunde hier aufkreuzen, wird es ganz, ganz furchtbar. Ein Vorschlag. Wir machen eine Party, dazu laden wir aber gar keine Gäste ein. Ta-ta-ta-ta. Ich habe unsere Einladung zur Party rausgeschickt und es werden auch alle kommen. Oh, und wer kommt? Der kleine Tarquin. Tarquin mag Party. Oh nein, Tarquin ist ein Monster. Dann wäre da Ruby. Nicht meine kleine Schwester. Selbst ihr Zauberstab ist ungezogen. Und Nessie Elf. Meine kleine Schwester. Sie trägt eine Brennnessel am Hut. Und es tut höllisch weh, wenn man sie berührt. Nessie Elf ist von allen die frechste, absolut. Was soll man erwarten, wenn sie die Nichte von diesem Piratenungeheuer ist? Ja, Rotbart, der Elfenpirat. Die Party wird sicher noch ein schreckliches Desaster werden. Keine Sorge, ich habe sie durchgeplant. Es gibt magische Spiele, gefolgt von meiner magischen Show und es endet mit magischem Gelee. Magie, ja, Magie, ja. Ich lag falsch. Die Party wird durchaus nicht zu einem Desaster. Sie weitet sich aus zu einer Katastrophe. Dankeschön, Eure Majestät. Ich weiß was, König Aurikel. Die Lösung wäre eine Elfenparty. Eine was? Eine Elfenparty. Da ist Zauberei absolut nicht gestattet. Und was wird aus meiner magischen Show? Zaubershows mögen die lieben Kleinen so. Wir haben den großen Visardo, einen Elfenzauberkünstler. Er zaubert natürlich nicht wirklich. Das sind alles nur Tricks. Mir gefällt das, Ben. Klingt doch völlig sicher. Ja, und langweilig. Kommt, Kinder, los geht's. Darf ich auch mithelfen? Ja, Ben. Kinder, sprecht mir nach. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Oh. Recht knapp, oder? Die Gefäße sind wirklich sehr klein. Ja, wir brauchen mehr davon. Gut, dann versuchen wir das. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Für einen Moment habe ich doch tatsächlich gedacht, wir hätten eine neue Geleeflut. Geleeflut, Geleeflut, Geleeflut. Wow. Geleeflut. Nanny, das ist jetzt aber zu viel Gelee. Sie müssen das aufhalten. Stück für Stück. Magischer Pudding. Zurück, zurück, zurück. Nanny, versuchen Sie einen stärkeren Spruch. Doch kann ich nur einen nehmen. Magie vorbei. Aber der ist nun mal königlichen Notfällen vorbehalten. Ich erkläre das zum königlichen Notfall. Blitz!
Blitzen soll's donnern, Nordwind, blas los, Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß. Das war's! Hurra! Ach, wenn doch Nanny Plum hier wäre. Sie liebt Scherze. Oh, ich wusste noch gar nicht, dass sie Freude an solchen Dingen hat. Ja, Nanny hat einen riesengroßen Sinn für Humor. Wirklich? Dann muss man ja schleunigst mit ein paar Scherzen zu ihr. Los, fahren wir hin. Nein, nein, Prinzessin Holly. Ein Scherz sollte immer eine Überraschung sein. Das wird lustig. Ich habe wirklich zu tun. Wer kann das denn sein? Hallo? Was wünschen Sie? Hallo? Was wünschen Sie? Was? Was? Warum wiederholen Sie alles, was ich sage? Warum wiederholen Sie alles, was ich sage? Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Verrückter alter Narr. Verrückter alter Narr. Oh. Ich glaube, Nanny fand das gar nicht lustig. Hast du nicht gesagt, dass sie Scherze gern hat? Ja, hat sie. Versuchen wir noch einen. Einverstanden. Das ist mein Favorit. Eine kleine Spielzeugmaus. Oh, Nanny Plum kann Mäuse nicht ausstehen. Oh, die hier wird sie lieben. Die ist toll. Wir sind fertig. Rein mit ihr. Nanny Plum, Sie verköstigen ihn gut. Das versteht sich, Eure Majestät. Ein Sack voll Käse-Sandwiches mit einem Eimer voll Tee. Sie sind erstaunlich hungrig. Dann brauche ich außerdem ein paar Arbeiter. Absolut klar. Weiser alter Elf, Sie stehen dem Gnom in allen Dingen zur Verfügung. Wie ihr wünscht. Dankeschön, Eure Majestät. Ja, schon gut. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie fertig sind, dann geht es weiter mit Golf. Natürlich, königliche Hoheit. Ich bin der weise alte Elf. Ich sorge für einen schönen königlichen Golfplatz. Mein dementsprechendes Fachwissen sucht seinesgleichen. Beherrschen Sie auch eine Schaufel? Ja. Gut, als erstes ebnen Sie alle diese Hügel ein. Mein Name ist Ben. Und ich bin Prinzessin Holly. Sie können mich aber Holly nennen. Reizend. Und ihr nennt mich einfach Mr. Gnom. Ich brauche eine Angelrute und einen Liegestuhl. Wozu brauchen Sie denn eine Angelrute? Auf einem Golfplatz? So tue ich einfach, als ob ich angle. Was hat denn das für einen Sinn? Maulwürfe sehen es nicht gern, wenn ich da sitze, als würde ich angeln. Nun schnell, bevor der Maulwurf wieder auftaucht. Oh, das klingt verworren. Rosen sind lang. Und der Himmel ist groß. Aber wie soll man sie mischen? Das kann man nicht. Es ist verrückt. Nicht verrückt, sondern ein Rätsel, mein Liebchen. Man muss es einfach nur entschlüsseln. Die Rosen sind rot und der Himmel ist blau. Misch die beiden zusammen und du hast violett. Er muss also unter der violetten Blume vergraben sein. Aha, sehr klug. Fantastisch. Komm mit, Ben. Lass uns den Schatz gleich ausgraben. Ja. Elfen sind sehr gut im Graben. Und wir sind Elfen. Grab los, grab, grab los, grab, 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 grab. Grab los, grab, grab los, grab, grab. Oh, was ist das? Wieder eine Karte. Sehr richtig. Der Schatz lässt sich natürlich nicht nur durch einen Hinweis finden. Wieso nicht? Das würde doch keinen Spaß machen, meine kleine Meerjungfrau. Doch.
Das Kreuz ist diesmal an Gastons Höhle. Los, gehen wir dorthin. Hallo, Gaston. Wir sind zu dir gekommen, weil wir einen Hinweis haben, dass sich ein Piratenschatz in deiner Höhle befindet. Ah, hier habe ich selbst mal gelebt, aber das ist schon einige Monde her. Vermutlich warst du da noch gar nicht geboren, Gaston. Gefällt mir, was du draus gemacht hast, Gaston. Mr. Rotbart, wie lautet denn das neue Rätsel? Ach ja, das Rätsel. Ich bin leicht gepunktet. Und wohin ich mich leg, liegt auch ein Hinweis. Er zeigt dir den Weg. Gab es da Dinosaurier? Dinosaurier? Ja, Dinosaurier. Mit spitzen, großen Zähnen. Nein, für wie alt haltet ihr mich denn? Wie war es eigentlich, bevor das Telefon erfunden worden ist? Hast du in einer Höhle gehaust, Daddy? So ein Quatsch. Und das reicht jetzt. Ich beantworte keine Fragen zu meiner Kindheit mehr. Dankeschön. Aber uns interessiert das sehr. Mich kein bisschen. Also bitte lasst mich allein. Gut, dann nicht. Er scheint so traurig zu sein wie noch nie. Ja. Jetzt gibt es niemals mehr eine Party. Wie wäre es denn, wenn wir einfach den weisen alten Elf um Rat fragen würden? Ja, er ist wirklich weise. Und er ist alt. Er kennt einen Ausweg. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Hallo, weiser alter Elf. Haben Sie es schon gehört? Der König lehnt dieses Jahr seine Geburtstagsparty ab. Ja. Dabei haben wir schon so viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt. Und die Elfenband hat extra ein besonderes Ständchen komponiert. Hört her! Umpa, Umpa, König Aurike ist als König schon alt. Dazu kommt heut ein neues Jahr. König Aurike hat auch schon graues Haar. Glückwunsch von uns allen, na klar! Das war ganz reizend. Allerdings will er den Geburtstag nicht feiern, weil er denkt, er sei inzwischen zu alt. König Aurikel ist doch noch nicht alt. Ich habe T-Shirts, die älter sind als er. Wirklich? Ich bin sicher, noch ein bisschen Aufmunterung wird sich das geben. Das haben wir versucht. Es hat nicht funktioniert. Und ich befürchte, wir werden letzten Endes keine Party feiern. Es gibt keine Musik. Auch keinen Tanz. Und ein Feuerwerk auch nicht. Jetzt ist es Zeit für das Spiel Häng dem Esel seinen Schwanz an. Der Esel ist auch schon hier. Sieht aus wie ein Kohlkopf. Oder eine Ente. Es ist ein Esel. Nun verbinde ich die Augen von Nessie Elf. Sie soll versuchen, dem Esel den Schwanz richtig anzuheften. Au! Sie hat mir wieder wehgetan. Es ist ein dummes Spiel, langweilig. Man braucht einen großen Drachen, dem man den Schwanz anheftet. Sieht aus, als ob die Zwillinge mit der Party angefangen haben. Na schön. Ich wollte ja nur ein bisschen Leben in die Party bringen. Ich befördere die Zauberstäbe der Erwachsenen jetzt auch in die Bibliothek. So. Nun zu meiner großen Zaubershow. Hurra! Königin Aurikel, bitte zieht eine Karte. Und nicht mir zeigen. Welche Karte ist es? Die 2 von Herz. Eure Karte ist die 2 von Herz. Das ist der blödeste Trick, den ich jemals gesehen habe. Lenny, wo ist denn jetzt unser Essen? Es tut mir leid. Ich musste den kompletten Zauber rückgängig machen. Auch das magische Picknick. Das ist ja ärgerlich. Mein Essen ist noch vollständig hier. Natürlich, weil es ja nicht durch Magie gemacht worden ist. Und glücklicherweise habe ich genug für jeden von uns. Danke, Ben. Warte, Nanny. Du hast gesagt, Feen essen keine Elfenspeisen. Ja. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Prinzessin Holly. Genießen wir den Ausflug eben ohne Picknick. Wir setzen uns und genießen die schöne Aussicht. Das schmeckt. Ich hab ein bisschen Hunger. Ich auch. Ich bin mir sicher, ich habe noch nie Elfenspeisen gekostet. Dann solltet ihr es jetzt versuchen, König Aurikel. Oh, danke, Ben.
Yum, yum. Elfenessen ist ja köstlich. Ja, in der Tat. Nanny, Sie sollten auch mal davon kosten. Oh, ho, ho, ho. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Ich werte das als königlichen Befehl. Und hier ist noch ein königlicher Befehl. Zu jedem Feenpicknick soll ab sofort ein Elf eingeladen werden. Da da dam dam da dam di da 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 dam dam da di da. Was war das? Oh, sie lacht wohl. So ähnlich. Richtig. Na los, gehen wir auch hinein. Hilfe! Fröhlichen Elfen-Juxtag. Das war nicht lustig, weiser alter Elf. Oh, dann bin ich untröstlich, Nanny Plum. Darf ich Ihnen dennoch sagen, wie entzückend Sie heute aussehen? Was? Das ist wieder ein schlechter Scherz, oder? Nicht doch. Oh, Sie sehen so hübsch aus. Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Oh, warum nicht? Knipsen Sie ruhig. Oh, zu gütig von Ihnen. Sagen Sie Cheese. Cheese. Oh, was ist das? Oh, wie gewünscht. Stinkender Elfen-Cheese. Oh. Der stinkt wirklich mächtig. Oh, ja, eine Top-Qualität, der beste Stinkerkäse. Oh. Das war auch nicht lustig, durchaus nicht, Mr. Alter Elf. Oh doch, das war's. Oh. Ah, ist es Zeit für eine Mahlzeit? Noch nicht, nein. Könnt ihr mir dann bitte einen Eimer Eierschaum und ein großes Glas mit Gurken bringen? Oh, und ein paar Plastikblumen. Was denn, Sie essen auch Plastikblumen? Nein, das wäre ja verrückt. Sie sind für die Windmühle. Ah, ausgezeichnet, weiser alter Elf. Danke. Auf Wiedersehen. Zu guter Letzt fehlen jetzt eigentlich nur noch eine kleine Brücke. Was? Ein Plastikbrunnen und ein kleiner hübscher Zaun. Er will also einen Eimer Eierschaum und ein großes Glas Gurken? Ja. Ich wusste es. Man holt nicht ungestraft einen Gnom. Welchen Fehler haben Gnome? Sie lassen andere für sich arbeiten, während Sie nur essen und schlafen. Kommen Sie schon wieder, Nanny. Sieh an, wollen wir zum Picknick? Nein, Daddy, das ist alles für Mr. Gnome. Und was kommt bei uns auf den Tisch, Nanny? Es ist nichts mehr da, Eure Majestät. Der Gnome verschlingt alles. Nanny, denk daran, dass Mr. Gnome auch Plastikblumen wollte. Plastikblumen? Sie sollen zur Windmühle. Windmühle? Da muss ich ja wohl mal nach dem Rechten sehen. Ah, danke schön, weiser alter Elf. Ich könnte sowas selbst kaum besser machen. Oh. Schon wieder ein Plan. Das Kreuz markiert den Fluss. Na los! Wartet auf mich! Wir sind wieder da, wo wir gestartet sind. Wo ist denn nun der Schatz? Onkel, was sagt denn das Rätsel dazu? Auf und ab, schwankt's hin und her. Der Schatz ist versteckt hier drin, bitte sehr. Das Schiff bewegt sich auf und ab. Und hin und her von einer Seite auf die andere. Ja, das Schiff! Und da wird sich der Schatz befinden. Richtig, ihr habt es ausgefunden. Hier ist der Schatz, meine Herzchen. Oh! Dank für eure Hilfe bei der Suche nach dem Schatz. Wir sind doch wieder da, wo wir gestartet sind. Und der Schatz ist die ganze Zeit über hier gewesen. Und hatten wir nicht viel Spaß? Ei, Kapitän Rotbart. Ich
fand es sehr unterhaltsam. Ich gebe zu, das war's, in gewisser Weise. Spaß ist alles, worum es geht, wenn du ein Elfenpirat bist. Und ich bin ein Elfenpirat. Und nun ruft es mich wieder zurück zu den fernen Gewässern. Auf Wiedersehen, Onkel Rotbart. Leb wohl, Barnaby. Lebt ihr alle wohl. Wiedersehen. Hiss das Großsegel, Polly. Lichte den Anker. Schrubb die Decks. Ah, setz die Segel. Jetzt geht das Schiff auf große Fahrt. Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Pirat werden. Aha! Ich auch! Und ich! Und ich! Ihr werdet mich eines Tages wiedersehen! Merkt euch den Namen! Rotbart, der Elfenpirat! Du musst erst einmal die Augen schließen. Tu ich! Die Augen aufmachen darfst du jetzt! Überraschung! Sagte, keine Geburtstagsparty. Das ist ja auch gar keine Geburtstagsparty, Schatz. Das ist nur eine Überraschungsparty. Oh, na ja, dann von mir aus. Hiermit gratuliere. Ich meine, ich gratuliere Eurer Majestät dazu, dass ihr ein so exzellenter König seid. Fantastisch. Oh, danke schön. Und nun folgt das gigantische Feuerwerk. Es ist so groß wie eine Karotte. Ich liebe Feuerwerke. Und nun, Eure Majestät, bringt die Elfenband ein ganz spezielles Ständchen euch zu Ehren. Umpa, Umpa, König Aurikel ist als König schon alt. Dazu kommt heut ein neues Jahr. König Aurikel hat auch schon graues Haar. Glückwunsch von uns allen, na klar. Na, natürlich handelt das kleine Ständchen durchaus nicht von euch. Oh, nein. Es geht um einen ganz anderen König, Eure Majestät. Der König lebt weit entfernt von hier. Und er hat zufällig heute Geburtstag, Schatz. Tja, dann kann ich sagen, es war ein reizendes Lied. Hurra! Komm schon, Daddy, lass uns tanzen. Das macht Spaß! Herzlichen Glückwunsch, Daddy! Gut, die Party ist jetzt vorbei. Alles in allem lief's besser als gedacht. Aber was ist mit dem Gelee? Wir hatten noch kein magisches Gelee. Magisches Gelee! Magisches Gelee! Na schön, Manny. Aber bitte machen Sie dieses Mal nicht wieder zu viel davon. Seht nur, magisches Gelee. Das ist gut, dann ist die Party allmählich zu Ende. Oh, Ruby, ich hoffe, dass es schön war. Ja, Mami. Tarquin, sag danke für die Gastfreundschaft. Danke für die Gastfreundschaft. War mir ein Vergnügen. Wiedersehen, Nessie. Au, sie hat mir schon wieder wehgetan. Schon bald wird Ruby ja Geburtstag haben. Wir hörten, sie hätten einen Kinderunterhalter gefunden, der gut mit den Kleinen umgehen kann. Ja. Hier ist er, der große Visardo. Ich... Wundervoll. Wir werden uns dann alle bei Rubys Party sehen. Party!